Ein herzliches Willkommen hier aus Stettin, wo wir leere Fässer liefern nach Mailand. Ja, 1200 Kilometer. Also wieder eine etwas längere Fahrt. Diesmal möchte ich die perfekte Fahrt versuchen. Das heißt, wirklich ohne Strafe, ohne Unfall. So, wir fahren nach Mailand über Berlin, Leipzig, runter Nürnberg, München, Innsbruck, Verona und Mailand. Das ist der Plan. Hier sind wir eh schon mal gefahren. Hat das super funktioniert? Ärgert mich. Kurz mit meiner Kleinen geredet. Da sind wir schon angefahren. Gut, dann irgendwann möchten wir das auf jeden Fall schaffen. So, zurück in Deutschland. Jetzt Richtung Berlin. Ja, wenn ihr diese Videos alle nicht seht, dann liegt es an der Musik. Eigentlich habe ich auch... tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen
Die Richtung Berlin sind wir noch nie gefahren. Das ist jetzt auch schon, was eh schon wurscht ist, weil wir die Strafe jetzt haben. Wir haben schon lange nicht mal die Topspeed-Dings gemacht. Das heißt, sobald wir wieder Strafe zahlen, wird wieder normal gefahren. Weil die wird teuer. Was ist denn da jetzt rechts? Gut gemeistert. Okay. Heute voller Lebensfreude, die Kleine. Müssen wir aufhalten, aber das wird eine gefährliche Kurve. Ah, doch nicht. Und dann nach rechts rein. Na, da rasen wir die Kilometer schon runter. Natürlich auch aufpassen, dass wir keine Polizei oder so überholen. Was da vorne ist, Anne. Gut ergehend. Das wird dann Zeit für ein Nickerchen. Der ist auch Süd, geht's da nach rechts?
Wir müssen gerade weiter. Abzug Süd wollen wir auch nicht. Richtung Nürnberg müssen wir. Wir kriegen dann eigentlich eine Strafe fürs Schnellfahren und fürs Düsen. Oder? Eigentlich schon. Dann haben wir München. Machst du ein bisschen mit offenem Ohr gefahrt? Dann kriegt man das schon ganz gut hin, keine Strafe zu kriegen. Ja, müde. Wir waren gleich auf der Spur. Münchberg. Da lang. Die Zahlung ist jetzt gekommen. Noch immer für 24.000. Stoß gegen die Ruhezeit haben wir jetzt einfach bekommen, ohne Polizei eigentlich. So, Nürnberg Ost. Da geht's nach Prag, Erfurt. Wir wollen aber nach, oder besser gesagt durch Österreich. Okay, das heißt, die bekommt man dann auch ohne Polizei. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo die nächste Tankstelle ist, aber bis jetzt war...
So, keiner am Weg. Da war einer. Das war Berlin. Nächste kommt da. Die nehmen wir dann. Aber sonst gab's da keiner. So, Kreuz Nürnberg. Ja, sehr gut. Und München Innsbruck. Zu Berlin. So. 10 Stunden, wenn wir jetzt durchfahren nach Mailand. Freitag 8.28 Uhr ist geplanter Ankunftstag. Wir fahren jetzt in der Nacht durch.
Richtung München kommt. In München müssen wir dann eine Wende machen. Okay, wir machen viel Illegales. Dann müssen wir das jetzt auch illegal machen. Wo häng ich? Oh, richtig verkackt. Ah, Gott. Das ist, was ich gesagt habe. Ich möchte die beste Fahrt haben. Dann machen wir es für Blödsinn.